Diamonds bei Pimp Your Weihnachtssong. Die Blue Diamonds aus Nienhagen schaffen es ins Fernsehen. Am kommenden Freitag, den 22.11., wird die Band auf Sat.1 zu sehen sein. Blue Diamonds gibt es jetzt nächstes Jahr 30 Jahre schon. Das nennt sich Drum and Bugle Corps, kommt aus den amerikanischen, so eine Art wie moderner Fanfarenzug, bloß halt mehr auf Wettstreit gemacht. Und da gibt es die Percussion, die Trommler, die Bläser, wir haben eine Color Guard, die Mädchen, die dazu tanzen. Ja, wir haben uns bei Sat.1 Pimp Your Weihnachtssong angemeldet und da kam tatsächlich vor 2 Wochen der Anruf, ja, wir dürfen da mitmachen. Wir haben ein Weihnachtslied bekommen und müssen das jetzt interpretieren in unserer Musikart. Also wir haben letzte Woche Freitag von Sat.1 das Lied Stille Nacht bekommen. Das sollen wir, also typisch weihnachtliches Lied, kennt jeder. Und wir haben dann gleich unseren Schreiber, wir haben einen Musikschreiber in Holland, der die Stücke für uns schreibt, gleich angerufen, haben ihm das Stück gegeben. Er hat es gleich am selben Wochenende noch umgeschrieben und wir haben jetzt am Montag angefangen zu trainieren. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. Aber auch neben der Bühnenshow haben sich die Blue Diamonds einiges einfallen lassen. Am Freitag um 16 Uhr geht hier die Übertragung los bei uns im Musikzentrum in Nienhagen. Und wir bauen dazu eine große Bühne auf. Das Fernsehen wird live übertragen im Fernsehen und bauen einen Weihnachtsmarkt auf. Also das wird alles weihnachtlich hier gestaltet. Wir haben ja das Glück, dass wir unsere eigene Halle hier haben. Dann gibt es Glühwein, dann gibt es Waffeln und alles, was so typischen Karussell haben wir aufgebaut. Und Zuckerwattestand, alles mögliche. Aber wir machen so einen richtigen Weihnachtsmarkt in der Halle mit Live-Übertragung und dann im Fernsehen. Am kommenden Freitag wird es dann spannend. Die Blue Diamonds laden alle Neugierigen zur Live-Aufzeichnung um 16 Uhr in ihr Musikzentrum in Nienhagen ein. Alle, die es nicht schaffen, können den Auftritt um 17.30 Uhr auf Sat.1 Regional miterleben und abstimmen.